Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Kreta TV. Heute Punkt 11 Uhr gab es wieder Zivilschutzalarm hier auf Kreta. Und zwar, es dürfte im Bereich südlich von Rethymno in Agios Vasilios ein Brand ausgebrochen sein. Und wir haben noch keine Informationen, also wir haben nur diese Warnmeldung auf das Handy bekommen, haben danach gesehen, wo das ungefähr ist. Und zwar, wenn ihr von Rethymno Richtung Blakias fährt, dann fährt ihr durch diesen Ort durch. Also, wenn ihr von Rethymno Richtung Blakias unterwegs seid, bitte Leute, passt auf. Und ja, vielleicht, der gerade in der Gegend ist, kann unten in der Videobeschreibung hineinschreiben, was genau und in welchem Umfang es dort unten mit dem Feuer los ist. Also Freunde, wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn ich neue Informationen habe, dann melde ich mich sofort.